tschüss. So, schnell durch zum Bett. Und dann machen wir mal das Bett kaputt. So, tschüss. Oh nein, er hat dieselbe Idee. Ach, scheiße. Hallo zusammen, willkommen zurück zu einer Runde Bad Wars. War das zurück? Ich habe Bad Wars noch nicht so oft gespielt, aber ich versuche es einfach mal auf der Map Crystal. So, natürlich laufe ich erstmal total dumm im Kreis rum, weil ich ehrlich gesagt gar nicht so weiß, was ich hier so mache. Ich nehme jetzt einfach mal ein Schwert mit oder so und hier nochmal so einen Stock. Oder auch nicht. Da. Alter, ey. Ich muss, also ich, ihr könnt mir ganz gerne auch von wegen Tipps und so in die Kommentare schreiben. Ich bin sehr dankbar für Tipps. Ich werde bei dem Spiel immer mega nervös, vor allem wenn ich alleine spiele und dann verkacke ich meistens. Wir gucken mal, wie weit wir kommen und was wir hier reißen. So, jetzt bin ich ja schon mal gut ausgestattet. Jetzt kann ich erstmal, ich würde sagen, in die Mitte. Oh Mist, will er rüberkommen? Ne, will er nicht. Ich glaube nicht. Ah, sehr gut, er geht da rüber. Dann gehe ich halt rüber. So. Das ist halt immer die Gefahr da dran. Das habe ich in anderen Bad Wars-Dingern auch gelernt, dass man quasi, wenn man halt in die Mitte will, dann immer Opfer wird. Oh nein, jetzt hat er mich gesehen. Vor allem, wie der so rumgeschwungen ist. Oh nein, jetzt kommt er. Er ist auch schon relativ gut equipped. Er hat Ledersachen an. Keine Brust. Oh, jetzt mach ihn weg, jetzt mach ihn weg. Oh nein, bitte nicht runterfallen, bitte nicht runterfallen, bitte nicht runterfallen. Okay, und tschüss. So, schnell durch zum Bett. Und dann machen wir mal das Bett kaputt. So, tschüss. Oh nein, er hat dieselbe Idee. Ach, scheiße. Also für solche Sachen hätte ich mal mein Bett lieber zugebaut, ne? Och nee, Bett geht so schnell kaputt, bitte nicht. Oh Mann, oh. Weißt du, und dann hockt er in der Ecke rum. Egal, trotzdem ein Kill. Macht kein Ding? Nee. Oder hat schon Ding gemacht? Egal. So, in der Mitte versuchen wir mal. Ich meine, da waren schon relativ viele in der Mitte, glaube ich. Da sind, glaube ich, drei Wege, die in der Mitte führen. Ja, nee, irgendwie. Irgendwie habe ich so ein bisschen Angst. Ich meine, ich habe ja kein Bett mehr. Wenn einer einen Bogen hat, bin ich sofort down. Dann bin ich sofort tot. So, jetzt holen wir uns mal ein bisschen Eisen. Schon mal sehr gut. Okay, wir müssen uns jetzt quasi equippen für das letzte. Ach Mist. Ich brauche noch hier so Leben. Also im Grunde können wir uns jetzt komplett equippen. Wir leben ja eh nur einmal. Und gucken wir mal, wie weit wir kommen. Das ist die Frage, was macht man? So, ich hole mir auf jeden Fall nochmal eine Spitzhacke für Eisen so. Eine reicht. Nicht Shift gedrückt halten, mal so weit, ist immer sehr, sehr ärgerlich. Eigentlich könnte ich mir, genau, das... Das wäre golden, er ist blöd. Dann hole ich mir ein nächstgrößeres Schwert. Ich kann ja alles raushauen, alles raushauen, alles was geht. So, was machen wir denn noch? Ich glaube noch eine Rüstung oder so. Weil ich habe gerade gesehen, ich habe keine Brust mehr an. Da haben wir sie. Oh, ich hätte mir doch vielleicht die größere Brust holen sollen. Weil drüben habe ich auch noch Eisen liegen. Aber was soll's. So, Brust angezogen. Jetzt sind wir komplett equipped. Jetzt können wir rüber. Oder auch nicht. Ich habe immer so ein bisschen Angst, ne? Weil die haben alle wahrscheinlich schon Bögen und ich nicht, Mann. Okay, machen wir Stealth-Taktik. Oh, Mann. Das wäre jetzt so dämlich, wenn das funktionieren würde, ne? Aber gucken wir einfach mal. Weil gerade guckt zumindest keiner. So. Alter. Oh nein! Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Guck mal, da in der Mitte, da hätte ich ja nicht... So. Oder wer hat da geschossen? Weil der in seiner Hut, der hätte, konnte ja nicht schießen. Der ist ja total verkümmert, wollte ich gerade sagen. Vereinsamt da drin. Nee, der sieht mich ja gar nicht. Muss einer aus der Mitte gewesen sein, oder? Vielleicht schon. Was macht der da? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist, Mann. Okay, wir holen... Hauptsache, wir holen das ganze Eisen und das ganze Leben da weg. Drauf geschissen. Aber in der Mitte wäre natürlich sehr, sehr geil. Obwohl man auch relativ oft das Ziel ist von allen. Aber was soll's. Die meisten wissen ja gar nicht mehr, dass ich nur lebe. Oh, kann man ja auch ganz gut erkennen am Rand. Er ist immer noch am Kaufen, glaube ich, ne? Er kauft da ganz... Guck mal, jetzt rennt er raus. Okay. Okay, drauf geschissen. Wir versuchen jetzt einfach mal rüber zu gehen.
Egal, wenn ich jetzt. Oh, der ist. Oh, scheiße, der ist schon mal unten. Das war der, oder? Weiß gar nicht, welche Farbe wir gerade angreifen. Demnach wäre es ja orange, wenn der das gewesen ist. Gucken wir mal rüber. So. Oh mein Gott. Ja, orange, auf jeden Fall. Voll geil, weil er rüstet sich die ganze Zeit aus und fällt dann einfach runter. So voll ärgerlich. Da hätte ich, glaube ich, schon Alt F4 gedrückt. So. Sehr gut, hinbauen. Aber eigentlich müsste er mich doch hören, oder? Ist denn sowas von egal? Kommt er jetzt? Ich meine, ich sneake die ganze Zeit, aber der lässt sich nicht von deinem Plan abbringen. Ne? Ich glaube, der glaubt nicht, dass wir quasi sein Bett gerade kaputt gemacht haben. Wenn er gleich stirbt, muss ich mir so vorstellen, dass er dann da ist und denkt so, hä? Aber ich hatte doch noch ein Bett. Oh Mist. Jetzt hat er was gewittert, oder? Nee, der sammelt wieder sein Lehm und sein Eisen ein, das war's. Okay, versuchen wir mal. Lassen wir nochmal shoppen gehen. Okay, let's go. Du hast kein Bett mehr, Kollege. Jawoll. Orange wurde vernichtet. Ach, guck mal, der hat ja überall Spinnenweben gemacht. Alter. Okay, da hinten ist der nächste. Die sind auch gut beschäftigt. Gut, gehen wir mal rüber. Aber interessiert die nicht, ne? Nee. Aber warum lässt er den einen denn in Ruhe? Der war hier am Ausstatten. Ah ja, bestimmt wegen den Spinnenweben. Da dachte der bestimmt auch, nö, hab ich jetzt so keinen Bock drauf. Oh Mann, ey. Egal, wir ziehen das jetzt so durch. Drauf geschissen. Und? Und rüber, also. Schnell zum Bett, schnell zum Bett. Der weiß gar nicht, was hier los ist. Okay. Ach, guck mal, da ist er. Ich glaube, der ist gerade eben gestorben, ne? Okay, der weiß jetzt, dass einer an seinem Bett ist. Oh nein, mein Gott, mein Gott, mein Gott, nein, was holt er da raus? Vor allem, ich warte da die ganze Zeit. Oh nein, ich treffe ihn nicht, mein Schwert. Alter, Alter. Boah, ich... Boah, war das schlecht. Okay. Alter, war das schlecht. Aber gut, ich habe sein Bett getötet und ihn. Er ist jetzt doppelt tot. Er ist richtig tot. Sehr schön. Aber da habe ich so daneben gehauen jetzt die ganze Zeit. Ne, was war das? Ich brauche mal Auto-Aim hier drin. So, wir nehmen als nächstes. Wir müssen natürlich jetzt ein bisschen regenerieren, sonst sind wir sowieso sofort down. So. Ich meine, blau und pink wäre noch da, ne? Ich selber bin rot. Soweit der Stand der Teams. Na, hallo? Hallo? Kann ich kein Bett haben? Oh, hat er da noch was drin? Oh! Folgendes Achievement, Survival Games. Ja, geil. Also wenn da eine Kiste aufmacht von dem Gegner, kriegt er ein Achievement. Oh, oh. Bett von Team Blau wurde von... Und weg ist er. Krass. Wurde vernichtet. Das heißt nur noch er und ich. Oh, er hat einen Bogen. Achso, ein Zufall aber auch. Er hat einen Bogen. Nein! Oh nein, lauf los. Chicken, Mann. So behindert die Dinger, ey. Na, hallo? Ich frage mich ehrlich gesagt, was er da jetzt macht. Ich meine, er muss ja mega equipped sein, weil er halt immer in der Mitte war. Oder ist er so oft gestorben? Hab jetzt nicht so drauf geachtet. Ne, Fabian? Pinkmann? Fabian Tere oder so ähnlich. Der ist ja auch lila. Okay. Badidi. Hm? Hä? Er hat nichts mehr an? Macht da eine Rettungsplattform hin und jetzt? Was macht der da? Hallo? Okay, drauf geschissen. Er guckt. Ja, genau, jetzt los geht's. Er sieht mich ja gerade nicht, deswegen einfach mal losrennen. Vielleicht schaffe ich es, vielleicht. Komm, komm, komm. Ja, und. Hol dir Gold, Mann. Jawohl. War Gold geholt. Guck mal, jetzt wieder hektisch. Jetzt hat er sich wieder equipped wahrscheinlich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, mehr Gold, mehr Gold. Mehr Gold. Wie viel Gold habe ich denn? Ich sehe es nicht. Ich habe auch nicht mitgezählt. Boah, lauf. Jetzt kommt der Fall bestimmt.
Oh Mann. Oh, da war der Pfeil. Da war der Pfeil von hinten jetzt. Und lauf. Oh mein Gott. Lauf. Der möchte aber nicht mal den Weg kommen wahrscheinlich. Weil er jetzt weiß, ich habe. Oh, Alter, ich habe 19 Gold. Geil. Ja, dann kann ich mir noch eine Enderperle holen. Dann kann ich zu seinem. Wo ist er? Keiner da. Ah, da hinten läuft er. Gut. Okay. Jetzt die Enderperle holen. Am besten wäre natürlich, wenn wir zu seinem Haus springen, alles kaputt schlagen und dann ihn töten. Soweit die Theorie. Aber ich glaube nicht, da klappt. Da, Enderperle. Da ist er. Oh nein, er zielt auf mich. Ja, genau. Alter. Der geheime Weg. Eigentlich hätte ich... Nee, hätte ich nicht. Wenn ich da jetzt herlaufe, bin ich ja Zielscheibe Nummer 1. So. Hä? Was ist denn das? Ach lol, der ist unsichtbar, oder was? Ja genau, man sieht aber den Namen, wie blöd ist das denn? Oh nein, lauf, 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 lauf. Oh Mann. Okay. GG, würde ich sagen. Oh, noch ein Erfolg. Fair Play. Ja, so oft spiele ich ja nicht. Ja, war jetzt nicht so eine geile Runde. Also nicht, obwohl die Runde fand ich schon geil. Für mich war die schon richtig gut, weil ich habe ja quasi nicht gewonnen. War einer der ersten Betten, die zerstört wurden und habe mich trotzdem lange geschlagen. Habe zwei Betten und einen gekillt, glaube ich. Oder zwei gekillt. Also gar nicht so schlecht, finde ich. Oder drei Betten sogar. Krass. Schreibt mir auf jeden Fall Tipps in die Kommentare und ich möchte euch bitten, jetzt kommt nochmal ein Auswahlvideo zu meiner Battle Map. Ihr kennt ja wahrscheinlich Minecraft Battles und da hat der Two Adventures so eine Aktion gestartet, wo man quasi Maps einsenden konnte. Ihr könnt euch vielleicht nur dran erinnern. Und da sind jetzt, glaube ich, 16 Maps oder 12, seht ihr gleich, in der Auswahl. Und da müsst ihr quasi reingehen und die Map, die euch gefällt, liken. Und die drei Maps... oder vier Maps mit den meisten Likes gewinnt und kommt dann quasi in eine End-Battle-Map rein, wo ich dann halt 1 gegen 1 oder 2 gegen 2 gegen andere YouTuber spiele. Ich würde sagen, haut rein und bis zum nächsten Part von Bed Wars. Tschüss!